Ja, und Bundeskanzler Olaf Scholz, der empfängt in diesen Minuten den indischen Premierminister Narendra Modi zur Regierungskonsultation in Berlin. Die beiden besprechen sich jetzt schon. An dem Treffen nehmen mehrere Minister auf beiden Seiten teil. Die 6. Regierungskonsultation. Und wir schauen mal, denn vor wenigen Augenblicken, da begannen die militärischen Ehren. Wichtiges Thema natürlich der Ukraine-Krieg. Und der doch für ein bisschen Irritationen bei westlichen Regierungen hatte gesorgt, dass Indien den russischen Einmarsch in der Ukraine bisher nicht offiziell verurteilt hat. Hier sehen wir das Bild, der Handshake zwischen Modi und Scholz vor dem Kanzleramt. Und ganz in der Nähe steht auch Christina Lewinsky für uns. Christina, wir sehen hier die Bilder noch von dem Kanzler und von Narendra Modi. Aber Deutschland sieht ja Indien auch als strategischen Partner, das bevölkerungsmäßig zweitgrößte Land der Welt, rund 1,4 Milliarden Einwohner nur. Ich habe es leicht angedeutet, ganz unbelastet sind die Beziehungen nicht. Was steht da heute alles auf dem Zettel, während wir hier noch die Begrüßungen sehen vor dem Kanzleramt mit den einzelnen Handschlägen? Ja, ganz richtig, Markus. Indien ein großer Partner mit 1,4 Millionen Milliarden Einwohnern. Und deswegen ist es eben Olaf Scholz ein wichtiges Anliegen, auch jetzt hier diese Regierungskonsultation zu führen mit Modi. Es wird jetzt Gespräche geben. Das Ganze wird dann in gemeinsamen Unterschriften münden. Gegen 15.30 Uhr heute Nachmittag wird es dann auch eine kurze Pressekonferenz geben. Dann abends noch ein Abendessen, ein gemeinsames. Also das zeigt schon, das ist nicht nur ein Mini-Staatsbesuch, der hier kurz abgehandelt wird, sondern das sind tatsächlich lange Gespräche, die geführt werden müssen. Und ein Thema natürlich wird das Thema Ukraine-Krieg sein, weil, du hast es auch angedeutet, Indien hat sich bisher neutral verhalten, hat also diesen russischen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine nicht offiziell verurteilt, beteiligt sich auch nicht an Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Also es wird interessant zu sehen sein, wie die beiden dann auch das Ganze unterschiedlich nochmal bewerten werden, ob möglicherweise Olaf Scholz darauf einwirken wird, darauf hinwirken wird, dass Modi da möglicherweise doch tatsächlich auch geht auf die westliche Seite, dass man eben dann auch die Ukraine unterstützt. Also das ist ein Thema, aber es geht eben auch um Kooperationen, wirtschaftliche Kooperationen, auch ums Thema Klimawandel, gemeinsame Klimaschutzprojekte, die man vorantreiben möchte. All das steht also jetzt auf der Agenda, während wir die Bilder sehen, wie Modi offiziell begrüßt wird von Olaf Scholz. Natürlich mit militärischen Ehren hier bei schönstem Wetter, 17 Grad, Sonnenschein direkt vor dem Kanzleramt. Also zumindest was das Wetter angeht, könnten die Bedingungen für diesen Besuch nicht besser sein. Das sehen wir auch auf den Bildern und wir hören es auch. Militärische Ehren, Gewehr wurde präsentiert. Jetzt hören wir die Hymnen. Die Ehrenformation ist gemeldet. Hören wir kurz rein. Thank you.
wir haben die indische und die deutsche Nationalhymne gehört, hier bei den militärischen Ehren. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den indischen Premierminister Narendra Modi und Christina Lewinsky für uns auch vor Ort. Christina, wir haben ein paar Probleme schon angesprochen, aber lass uns konkret werden, denn Deutschland ist ja jetzt offen für ein russisches Ölembargo, also ein Ölembargo gegen russisches Öl. Nur Indien wiederum hat angekündigt, trotz der Sanktionen, nein, wir wollen auch in Zukunft billiges russisches Öl kaufen, weil wir es auch brauchen. Wie groß ist da der Konflikt und ja, wie kann die EU eigentlich etwas durchsetzen, wenn zum Beispiel Indien dann die Embargos umgeht? Das ist genau die große Frage, vor allem wenn jetzt auch noch viel Zeit vergeht, bis überhaupt ein Ölembargo ein mögliches dann durchgesetzt wird. Weil das eine ist ja, dass es jetzt möglicherweise in den kommenden Tagen beschlossen wird auf EU-Ebene, aber dass man das Ganze noch nicht sofort umsetzen möchte, weil auch unter anderem ja Deutschland sagt, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, um das Ganze vorzubereiten. Sprich, also das Ganze würde dann natürlich auch Wladimir Putin und Russland Zeit geben, sich andere Abnehmer genau für dieses Öl eben zu suchen. Du hast es angesprochen, Indien, ein Staat, der dafür in Frage käme. Und das ist eben genau dieses Dilemma, dass eben Kritiker auch sagen, was bringt uns dieses Ölembargo, wenn wir es nicht sofort auf den Weg bringen. Aber dem entgegengesetzt stehen eben Staaten wie Deutschland, die sagen, wir können das nicht sofort umsetzen, weil wir unsere Wirtschaft nicht überfordern können. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich heute früh dazu geäußert, hat gesagt, dass wir eben jetzt schon so geplagt sind nach der Corona-Pandemie, kurz an einer Rezession vorbeigeschlittert sind und deswegen eben die Firmen sich darauf vorbereiten müssen. Wir sind runter auf 12%, was die Abhängigkeit von russischem Öl angeht, aber das muss eben noch weiter gesenkt werden und dann kann man dem Ganzen zustimmen. Aber wenn dann eben Staaten auf der anderen Seite noch weiter Abnehmer sind für Russland, dann ist das eben ein großes Problem. Wir haben das Abschreiten des roten Teppichs auch gesehen, den Präsentiermarsch Friedrich Wilhelms III. Und jetzt beginnen also hinter dir im Kanzleramt, Christina, was wir bei schönstem blauem Himmel, tollem Wetter in Berlin sehen, die Konsultationen. Heute Nachmittag dann auch die Pressekonferenz. Danke dir für den Moment, für diese Einschätzung und Einordnung dorthin.